Wenn wir zwei Leiter erster Klasse kombinieren, erhalten wir ein Kontaktpotential. Wenn wir einen Leiter erster Klasse mit einem Leiter zweiter Klasse kombinieren, erhalten wir ein Elektrodenpotential. Was geschieht, wenn wir zwei Leiter zweiter Klasse kombinieren? Wir trennen zwei Salzsäurelösungen durch eine poröse Fritte. Auf der linken Seite haben wir konzentrierte Salzsäure 0,01 molar, auf der rechten Seite haben wir verdünnte Salzsäure 0,001 molar. Die Protonen und die Chloridionen werden nun anfangen zu diffundieren. Weil die Protonen schneller diffundieren, wird sich hier auf der rechten Seite ein Protonenüberschuss aufbauen, sprich hier wird sich eine positive Ladung ergeben. Wir erhalten also ein Diffusionspotential aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeit von Anionen und Kationen. Wir können das Diffusionspotential aus den Unterschieden der Überführungszahlen berechnen. Nur bei Elektrolyten, bei denen Kationen und Anionen gleich schnell wandern, die also beide die Überführungszahl 0,5 haben, verschwindet das Diffusionspotential. Dies ist zum Beispiel bei Kaliumnitrat, Kaliumchlorid oder Ammoniumchlorid-Lösungen der Fall. Diese Lösungen werden gerne für Salzbrücken verwendet, um ein störendes Diffusionspotential zu vermeiden. Wenn die Wand zwischen unseren Salzsäurelösungen nur teildurchlässig ist, für die Protonen, Chloridionen also nicht durchlässt, erhalten wir ebenfalls ein Potential, das nennen wir dann Membranpotential. Protonen wandern durch die Membran, laden die entsprechende andere Seite positiv auf, ein Membranpotential entsteht, welches den Diffusionsstrom zum Erliegen bringt. Wir können das Membranpotential genauso berechnen wie das Diffusionspotential. Hier ist die Überführungszahl der Kationen gleich 1, der Anionen gleich 0. Wenn mehrere Ionen durch die Membran permeieren können, muss ich das Membranpotential für jedes Ion zum selben Wert einstellen. Entsprechend muss sich zwischen den Konzentrationen der einzelnen Ionen eine Beziehung ergeben, die wir die Donnenbeziehung nennen. Konzentration der Ionen I mal Konzentration der Ionen J auf der einen Seite gleich der Konzentration der Ionen auf der anderen Seite. Das Membranpotential der Protonen wird zum Beispiel für analytische Zwecke ausgenutzt in der Glaselektrode. Beim Kontakt zweier Leiter zweiter Klasse kann sich ein Potentialsprung aufbauen. Wir unterscheiden Diffusionspotential und Membranpotential. Das Membranpotential wird auch als Donnenpotential bezeichnet, wenn mehrere Ionen durch die Membran diffundieren können.